Ja, willkommen zurück. Willkommen zurück. Wir brauchen noch ein paar Pflanzen hier unten. Australisch. Einfach mal australische Pflanzen. Oh. Habe ich noch einen anderen Filter an? Nicht mehr als australisch. Was ist denn hier los? Hab ich das Spiel wieder kaputt gemacht? Naja. Nein. Position ausrichten, ja. Gibt es da keine größeren? Nicht australisch. Afrikanisch. Nee, doch australisch. Das wird es ein bisschen schöner hier machen. Pflanze, Holz. Oh. Das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Na? Ne, machen wir wieder zurück. Brombeersträucher. Jetzt wird diese Ecke so ein bisschen schön ausfüllen. Ja. Oh. Jo. Wir gehen noch so ein bisschen Push-Feeling reinsetzen. Und das. Das war halt so die Fuschecken so ein bisschen verkleiden. Dass sie halt nicht mehr ganz so doll auffallen. Aber das wisst nur ihr. Das wisst nur ihr. Und hier. Den drehen noch. Bleib hier. Genau, Kikeriki. Ja. Kikeriki. Wann habe ich Hühner? Das ist ja auch noch cool. So richtig, richtig deutsch mit Hühner. Richtig europäisch mit Hühner setzen. Das wäre geil. Da kommt noch was. Eine kleine grüne Ecke hier. Zack. Genau. Das so ein bisschen durchwuchern lassen. Dass es ein bisschen gleich aussieht von beiden Seiten. Hier lang. Licht ist an. Aber die haben ja, glaube ich, keinen Strom, ne? Die haben keinen Strom. Okay. Haben wir jetzt noch ein bisschen Deko? Einfach ein wenig Deko. Nee. Ich möchte nur noch ein bisschen Deko setzen, nein. Mittelpunkt. Okay. Möchte ich hier noch irgendwas hinsetzen, ja. Nee, Brombeer haben wir schon. Eiche? Nö. Komm,
Kontinent. Machen wir das eben so. Jo. Das ist ein kleines bisschen begrünt haben. Und als... Wie könnten wir das hier vorne hinsetzen? Wie machen wir das? Jetzt mal Schilder? Fenster, Türen, Vordächer, Wände, Zäune. Na? Nee. Das sieht nicht aus. Schilder. Haben wir irgendwelche lustigen Schilder? Nö. Nicht so wirklich. Ah, da überlege ich mir noch was. Okay. So, das mache ich aber offscreen. Gut, dann bräuchten wir jetzt eigentlich nur noch einen Weg. Für die Mitarbeiter. War nicht 8 Meter. Bitte nicht. Bitte nein. Na? Nö. Okay, tunneln. Grad aus. Dann setzen wir den Weg erstmal hier mit dran. Erstmal, so als Platzhalter. Müssten wir jetzt einmal noch tunneln hier? Aber nicht 5 Meter. Nein, 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 nicht 5 Meter. Einer. Ich möchte aber nicht die ganze Zeit tunneln. Mal das mal aus. Weil hier kommt ja noch, wie sagt man, so eine Art Tropenhaus vielleicht noch hin. Wir haben ja noch Reptilien. Machen wir das so. Das ist ein bisschen eleganter. So, jetzt noch diesen Weg bauen. Können wir das ein bisschen glätten? So, und hier oben müssen wir jetzt noch ein bisschen rumpinseln. Ein bisschen ansprayen. Und dann. Denke ich mal, das sieht so ganz gut aus. Müsste noch alles. Ja. Ja. Gut. Und den Weg weiterbauen. Nehmen wir das daran. Sehr schön. Wasser. Wie sieht's aus mit Wasser hier? Haben nicht. Müssen wir
alles ransetzen. Dazu nehmen wir eine Wasseraufbereitung. So. Die hängen wir hier hin. Und Strom. Den können wir alles abdecken, ja. Sehr gut. Arbeitsbereiche. Das. Das und das. Gut. Was haben wir denn Feines noch? Ja, das Gehege ist noch lange nicht fertig. Jetzt haben wir erstmal das Cookie-Cookie-Ding gemacht. Oh. Unzugänglich. Ist nicht unzugänglich. Bewegen. Ist da? Sind die unzugänglich? Hm? Oh. Mein Fehler. Das ist mein Fehler. Breite 8. Zurück. Marschkommando zurück. Können wir das hiermit nicht verbinden? Nein. Ja. Immer diese Schwierigkeiten. Gut. Und wie verbinden wir dich jetzt mit dem Weg wieder? Müssen wir jetzt Tunnel wieder anmachen, wa? Denn? Ja. Das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir nur noch einmal pinseln. Oh, schon einen halben Herzinfarkt hier bekommen. Ich habe hier echt schon einen halben Herzinfarkt bekommen, dass das nicht funktioniert. Gut, das haben wir schon runtergesenkt. Müsste ja eigentlich alles schon in den Arbeitsbereich eingefallen sein. Nö. Warum auch? Warum auch? Zack. Da geht wer hin. Wie sieht es eigentlich die Arbeitslast aus von meinen Mitarbeitern? Hohe Arbeitslast. Mitarbeiterraum. Arbeiter überarbeiten sich nicht so schnell. Werden schneller zufrieden. Nicht genug Platz. Boah, das ist ja nicht das Problem. Dann setzen wir halt hier noch einen Mitarbeiterraum. Mitarbeitereinrichtung.
Und nee, Design. Australisch. Das ist eine Tierpflegerhütte. Eine Tierpflegerhütte und ein Pausenraum. Dann setzen wir die jetzt mit da rein. Dann brauchen die sich auch nicht erstmal nicht mehr zu warten. Gut. Haben wir. Die haben eine passende Okay, zwei Tierpfleger, zwei Techniker. So, zwei Tierpfleger. Und zwei Techniker. Gut. Hätten wir das. Medizinische Versorgung. Zone 1. Zone 1. Und Zone 1. Gut. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Pinguine. So, Königspinguine. Immer wieder lustig. Okay, wie viel Wasser brauchen sie? 140 Quadratmeter. Wie viel Wasser haben wir denn hier? Das können wir noch ein bisschen ausweiten. So ist es nicht. Wasser. Ist ja kein Problem. Das ist ein bisschen größer. So, jetzt müssen wir um die 1000 haben. Genau, jetzt müssen wir um die 1000 haben. 1400, das ist gut. Dann richten wir das Gehege mal ein bisschen ein. Für die Königspinguine. Wo sind sie denn? Da. Königspinguin, da haben wir ihn doch. Uff. Nee. Wollen wir den hier reinsetzen? Und der nur so ringsrum bauen? So schön als zentralen Punkt. So schön als kleinen zentralen Punkt. Dann bauen wir das ringsum auf. Also die haben die grauen Steine. Okay. Ah, Butter. So. Mehrere Mülleimer laufen über. Wo? Ach Mensch, Leute. Blub, blub, blub. Wie ist eigentlich die Arbeitslast von meinen Zoopflegern? Dann stellen wir nochmal zwei Zoopfleger ein. Gut. Müll. Gut. Genau, Butter setzen wir hier hinten hin. Getränke haben sie. Ja. Sehr schön. Rückzugsort haben wir auch. So, jetzt kommt erstmal
Sieht doch ein bisschen schäbig so aus. Da müssen wir noch ein bisschen drehen. Das. Mal, dass ich einfach noch ein Stück hochsetzen. Dass wir hier alles ein bisschen grün kriegen. Ist das vielleicht möglich? So. Können wir von vier Seiten ran. So, Futterbeschäftigung, das haben wir. Dann könnte man hier ja noch ein Eiswürfel hinpacken. Ein bisschen was davon und davon. Was für Temperaturen brauchen die? Ah, wir sollten hier ein Klimagerät reinhängen. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ja genau, dann machen wir erstmal die Klimageräte. Preise sehr günstig sind. Dann gehen wir auf 15. 9. Ich finde ich zu schnell hoch. Gut. Natur. Mach nicht noch Felsen. Okay. Besten, wir holen sie erstmal her. Zack, 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 zack. An Zusenden. Was ist die Klimageräte noch reinhängen? Klima oder Heizung? Pendeln uns so auf 18 Grad ein. Genau. Mindestens 18 Grad. So, zack. Das Spielchen hatten wir ja alle schon. Dürften ja eigentlich alles haben. Dann können wir nämlich hier noch ein bisschen ausbauen. Dass sie immer die gleichen Temperaturen haben. Brauchen wir das unbedingt? Wir sollten die Temperatur mal beobachten. Wir lassen die Ecke mal beheizt da hinten. So, was? Wasser haben sie, das haben sie, das haben sie. Was? Wir gehen natürlich auf Frosttemperaturen. Habe ich dich noch nicht mit eingefügt? Hier hin. Machen wir das so. Gut, Leute. Ich glaube, ich werde das Gehege temperieren, wo offscreen. Bis gleich. Ciao.